Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute wollen wir uns beschäftigen mit der Einführung in die Programmierung. Bevor wir damit anfangen, wollen wir uns erstmal anschauen, wofür wir die Programmierung brauchen. Wir brauchen die Programmierung nachher für die Datenverarbeitung. Ja, Datenverarbeitung ganz allgemein heißt, wir machen aus Eingangsdaten, ja, irgendeine Aufgabenstellung, Ausgangsdaten, dann die Lösung oder, ne, Ergebnisse. Daten können jetzt sein Zahlen, Zeichen, Text, Bild, Ton, ja, die können aus Dateien kommen oder sie geben die über die Tastatur ein oder irgendwas. Dann in der Mitte gibt es einen großen Klotz, da passiert was, Datenverarbeitung, und auf der anderen Seite kommen Ausgangsdaten raus. Das Ganze kann manuell oder elektronisch erfolgen, ja, heute meistens elektronisch, EDV, also computergestützt. Das ist auch das, wo wir uns hier primär mit beschäftigen wollen. Das geht aber auch manuell, also wenn Sie jetzt ein Karteikartensystem mit pflegen, dann haben Sie auch eine manuelle Datenverarbeitung, ja? Oder Sie pflegen einen Einkaufszettel, ja, wo immer, der hängt am Kühlschrank, immer wenn was fehlt, schreiben Sie drauf, was Sie brauchen, ja? Dann nehmen Sie den Zettel nachher mit, wenn Sie einkaufen gehen, das ist auch Datenverarbeitung. Gut, was kann denn bei der Datenverarbeitung passieren? Also wir können neue Daten erzeugen, also sprich irgendwelche Ergebnisse, wir können die Daten speichern, wir können auch Daten vernichten, ne? Also wenn Sie sich jetzt zum Beispiel vorstellen, Sie nehmen den Datenstrom, der von irgendeinem Teleskop kommt, ja, dann wird ja relativ viel weggefiltert. Relativ viel weggefiltert, das heißt also nur was Interessantes ist, wird dann nochmal ein Astronom drauf gucken, der Rest wird weggeschmissen. Ja. Ähnlich ist es auch beim CERN, ne, wir werden ja Terabyte, Petabyteweise Daten pro Sekunde erzeugt. Die guckt natürlich nicht alle, guckt man natürlich nicht alle an, sondern man filtert nur die raus, die interessant sind. Dann können Daten übertragen werden auf einen anderen Rechner, kennen wir alle, Webanwendungen und so weiter. Wir können Daten bearbeiten, also verändern. Und wir können sie natürlich ausgeben, also auf dem Bildschirm oder über einen Lautsprecher können Sie Musik hören. Alles das kann mit diesen Daten passieren. Und wie das passiert, das ist in einer Verarbeitungsvorschrift definiert. Und die nennen wir Algorithmus. Ja, das heißt also, wir geben einen Algorithmus vor, wie die Daten zu verarbeiten sind. Das kann ein Stück Papier sein, wo drauf steht, mache dies, mache jenes bei der manuellen Datenverarbeitung. Oder es ist eben ein Programm, das auf einem Computer ausgeführt wird bei der elektronischen Datenverarbeitung. Jetzt nochmal zur Definition. Wir machen in dieser Vorlesung überhaupt alles nur, damit Sie lernen, in solchem in algorithmischen Denkmodell zu denken. Wir lernen zwar Java als Programmiersprache, aber es ist im Prinzip erstmal nur ein Beispiel, wie man sowas macht. Und als Definition vom Algorithmus habe ich jetzt mal hier den Satz aus der Wikipedia rauskopiert. Algorithmus ist eine aus endlich vielen Schritten bestehende eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Klasse von Problemen. Das heißt, es gibt mehrere Schritte, die werden offensichtlich hintereinander abgearbeitet und dann kommt man irgendwann zu einem Schritt, wo es heißt, so, und jetzt hast du das Ergebnis gefunden. Ja, das heißt also, das grundsätzliche Prinzip ist, es gibt immer eine Abfolge von Arbeitsschritten, ja, und realisiert wird das Ganze eben mit Verarbeitungsvorschriften oder eben einfachen Programmen. Und mit den letzteren, mit den einfachen Programmen, wollen wir uns heute auch schon beschäftigen. Wozu kann man das benutzen? Ja, zum Beispiel für eine Berechnungsvorschrift in der technischen Mechanik, ja, Cremona-Plan, solange die einzelnen Nullstäbe oder Stäbe rausstreichen, bis es passt. Aber genauso gut für mathematische Näherung und so weiter. Und mit sowas werden wir uns auch beschäftigen, indem wir mal uns einem mathematischen Problem nähern. Und dieses mathematische Problem ist die Berechnung des GGTs. Damit wollen wir jetzt mal anfangen. Gut, also zur Berechnung des GGTs benutzen wir einen Algorithmus von Euklid. Dazu stellen wir uns jetzt mal die beiden Zahlen, sind ja zwei natürliche Zahlen, als Zahlenstränge vor. Machen wir mal einen etwas längeren, etwas kürzeren. Jetzt wissen wir ja, dass hier diese erste Zahl, machen wir hin, erste Zahl, das ist eine natürliche Zahl, also Element, Menge, natürliche Zahlen. Und bei der zweiten Zahl wissen wir das auch. Gut, was wir auch wissen ist, dass beide natürlich aus verschiedenen Teilern zusammengesetzt werden, ne? Das heißt aber, wir wissen, es muss einen Teiler geben, nämlich den größten gemeinsamen Teiler. In den kann man hier oben den Strahl zerlegen. Machen wir mal in fünf Teile. Eins, zwei, drei, vier, fünf Teile. Und den unteren, den kann man in die gleichen Stücke zerlegen. Eins, zwei, drei, ne? Also, das heißt, hier in unserem Beispiel wäre das hier oben fünfmal
der GGT und hier unten 3-mal der GGT wäre die ganze Zahl. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch rausbekommen, wie lang diese Stücke sind. Also, hier nochmal unsere beiden Zahlen. Zahl 1 und Zahl 2. Beide sollen ja jetzt ohne Rest durch den GGT teilbar sein. Das heißt also, der GGT, ich habe das jetzt mal hier mit so Klötzchen gemacht, ist aufgeteilt. Zahl 1 sind 4 Klötzchen, Zahl 2 sind 7 Klötzchen. Jetzt wollen wir rauskriegen, wie groß so ein Klotz ist. Dazu können wir jetzt einfach Folgendes machen. Wir ziehen die kleinere von der größeren Zahl ab. Und jetzt schauen wir uns mal die beiden Reststücke an. Also die Zahl 1 bleibt bestehen. Und dann gibt es ja hier auf der rechten Seite ein Reststück, das dicker umrandete. So, dieses Reststück, von dem wissen wir, dass es auch den gleichen GGT hat, denn es ist ja auch wieder aus diesen Klötzchen zusammengebaut. Das heißt also, was wir jetzt machen können ist, wir nehmen diese beiden, ne, die Zahl 1 und dieses Reststück und fangen von vorne an. Wir machen jetzt also wieder, jetzt haben wir zwei neue Zahlen quasi und wissen, diese beiden Zahlen haben GGT und das ist auch der GGT unseres Ausgangsproblems. So, jetzt ziehen wir wieder die kleinere von der größeren ab und dann sehen wir, bleibt ein Reststück übrig. In dem Fall ist das schon der GGT, das sehen wir dem aber noch gar nicht an. Und eine Restzahl, die dreimal der GGT ist in unserem Beispiel. Gut, jetzt fangen wir wieder von vorne an, machen also das Gleiche. Wir ziehen jetzt wieder die kleinere von der größeren Zahl ab. Es bleiben wieder zwei Reststückchen übrig. Und das machen wir jetzt nochmal. Das machen wir so lange, wie das Reststückchen und die kleinere Zahl gleich groß sind. Und das muss dann unser GGT sein. Das heißt, jetzt haben wir rausgekriegt, jetzt haben wir nur noch einen Klotz von diesen Klötzchen, aus denen die Zahlen aufgebaut sind. Und der ist jetzt der GGT. Das Ganze kann man jetzt auch als Bearbeitungsvorschrift hinschreiben. Mal in Prosa, Berechnung des GGCs. Ziehe die kleinere von der größeren Zahl ab. Bis dahin haben wir das ja eben auch schon gemacht. Sind das Ergebnis und die kleinere Zahl gleich, so ist dies der GGT. Ja, auch das haben wir eben festgestellt. Ist das Ergebnis 1, dann sind die Ausgangszahlen teilerfremd. Der GGT ist 1. Ist jetzt für unseren weiteren Weg nicht ganz so wichtig, aber kann halt eben auch vorkommen. So, und jetzt verwende das Ergebnis und die kleinere Zahl, also das Ergebnis ist die Differenz, und die kleinere Zahl als Zahlen und fahre mit 1 fort. Wir haben also eine Verarbeitungsvorschrift, die uns nacheinander Schritt für Schritt vorgibt, was zu tun ist, die aber auch eine Vorschrift enthält, dass man irgendwo mit zwei anderen Zahlen vorne wieder anfangen soll. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter formalisieren, weil unsere Rechenmaschinen das in der Form natürlich noch nicht verstehen. Dazu muss man sich erstmal kurz vergegenwärtigen, wie so eine programmierbare Rechenmaschine, sprich ein Computer, überhaupt funktioniert. Ich habe mal hier so lauter Speicherbereiche aufgemalt. Das soll jetzt mal der Speicher von so einer Rechenmaschine sein. Da gibt es zwei wichtige Zeiger, den Programmzeiger und den Speicherzeiger. Der Programmzeiger zeigt dahin, wo wir gerade Programmcode ausführen. Und der Speicherzeiger, ja, das ist der, der dahin zeigt, wo wir unsere Daten ablegen. So, schauen wir mal hin. Also wenn der Programmzeiger ein Programmstück abgearbeitet hat, dann rutscht er einfach eins weiter nach rechts. So, in unserem Fall waren das ja 4 Vorschriften und dann springt es zurück. Also in dem Bereich liegt unser Programm. So, und damit dieses Programm jetzt vernünftig rechnen kann, muss es ja auch noch Daten ablegen, die größere und die kleinere Zahl. Auch hier sehen wir wieder, dass in einem bestimmten anderen Bereich des Speichers jetzt unsere Daten liegen. So, und um das dem Programm mitteilen zu können, müssen wir vorher festlegen, was wir für Speicher brauchen, wie viel Speicher wir brauchen. So, daraus kann man folgern, dass wir also benutzte Variablen deklarieren müssen. Also wir müssen dem Gerät erstmal mitteilen, wir brauchen eine größere Zahl, wir brauchen eine kleinere Zahl und mit denen wollen wir jetzt rechnen. Zur Programmlaufzeit wird der Programmspeicher entsprechend reserviert und die Programmiersprache, das werden wir nachher noch erlernen, die abstrahiert das. Das heißt, wir brauchen das jetzt nicht von Hand machen, also wir müssen jetzt nicht der Maschine sagen, so, jetzt brauche ich noch ein kleines bisschen mehr Speicher und noch ein kleines bisschen mehr Speicher, sondern das macht die Programmiersprache nach für uns. Ja? Und zwar so, dass wir das unter Namen abspeichern können. Ne? Also die kleinere Zahl heißt dann meinetwegen A, die größere Zahl heißt dann B, die Differenz könnte E heißen und so weiter.
Das abstrahiert dann die Programmiersprache für uns und fordert den entsprechenden Speicherbereich an. Zur Laufzeit gibt es die Namen natürlich nachher nicht mehr. Das kann uns aber jetzt erstmal egal sein. So, wenn wir jetzt also unsere Verarbeitungsvorschrift erweitern, dann können wir das erstmal dadurch erweitern, dass wir sagen, also gegeben sind zwei natürliche Zahlen. Die müssen mal ganz grundsätzlich da sein. Und jetzt haben wir, ziehe die kleinere von der größeren ab. Und dafür haben wir also schon Speicher reserviert, weil ja oben zwei natürliche Zahlen sind. Dann haben wir das Ergebnis und die kleinere Zahl. Und dann haben wir hier unten nochmal das Ergebnis und die kleinere Zahl. Daraus folgt, wir brauchen also Speicherbereich für die kleinere Zahl, wir brauchen Speicherbereich für die größere Zahl, wir brauchen Speicherbereich für das Ergebnis. Und das werden wir jetzt einfach mal noch da oben reinschreiben. So, was können wir daraus jetzt für Schlussfolgerungen ziehen? Die erste Schlussfolgerung ist, dass wir der Maschine erstmal mitteilen müssen, mit was für Daten wir überhaupt arbeiten wollen. Das heißt, wir müssen Variablen deklarieren, müssen sie also erstmal erfinden. Dann wird die Maschine das zur Programmlaufzeit entsprechend machen, sie wird also entsprechend den Speicherbereich reservieren und dann die Daten da rein speichern. So, da die Daten ja verschieden groß sein können, also Zahlen größer oder kleiner, müssen wir also ziemlich genau wissen, was wir nachher für Zahlen brauchen. Das ist aber nicht ganz so kompliziert, also die Programmiersprachen abstrahieren es für uns, wir können nachher einfach mit diesen Variablen arbeiten und den Zugriff auf den Speicher, den macht dann die Laufzeitumgebung. Die hat dann allerdings auch die Namen nicht mehr zu den einzelnen Variablen, sondern die braucht ja nur noch wissen, wo das abgelegt ist im Speicher. Gut, jetzt gehen wir nochmal unser Beispiel von eben durch. Ja, also gegeben sind ja oben, haben wir gesagt, sind zwei natürliche Zahlen, damit geht's los. Diese beiden natürlichen Zahlen, die müssten ja irgendwo hingespeichert werden. Jetzt gehen wir mal weiter durch den Text. Es gibt also eine kleinere Zahl und eine größere Zahl. Das heißt, wir brauchen mal zwei Zahlen, mit denen wir rechnen. Dann gibt es ein Ergebnis. Das müssen wir irgendwo hinspeichern. Dann haben wir wieder unsere kleinere Zahl. Die haben wir ja eben schon mal irgendwo abgelegt. Hier ist nochmal von einem Ergebnis die Rede. Ja, und jetzt verwenden wir das Ergebnis und die kleinere Zahl. Das heißt also, was wir brauchen, ist eine kleinere Zahl, eine größere Zahl und ein Ergebnis. Ja, das müssen wir der Maschine auch sehr genau sagen, denn die ist ja nicht so intelligent, wie wenn ich das jetzt Ihnen in Prosa erkläre, dann sagen Sie, ja gut, kleinere Zahl, größere Zahl, das ist für Sie was, das haben Sie im Kopf. Das hat die Maschine nicht, das heißt, wir müssen das vorher deklarieren. Dann passen wir also unsere Verarbeitungsvorschrift entgegen ein bisschen an. Wir haben also zwei natürliche Zahlen und als Variablen haben wir einmal das Ergebnis, eine größere Zahl, eine kleinere Zahl, ja, und wir haben sogar noch einen Ausgang. Also das, was nachher ausgerechnet wird, das ist der GGT, ist wieder eine natürliche Zahl. So, dann sieht es so aus. Ja, wir haben jetzt also eine komplette Verarbeitungsvorschrift, oben mit einem Deklarationsteil, wo der Eingang und der Ausgang ganz klar, eindeutig beschrieben werden. Dann gibt es einen Teil, wo die Variablen hier beschrieben werden. Ja, ein Ergebnis, eine größere Zahl, eine kleinere Zahl. Und hier unten gibt es jetzt die eigentliche Verarbeitungsvorschrift. So, jetzt bauen wir die mal um, so dass man das ein bisschen abstrahiert und dem Computer vielleicht den Ablauf leichter beibringen kann. Dafür erstellen wir jetzt mal einen Ablaufplan. Der Ablaufplan wird so dargestellt, es gibt einen Start und ein Ende, das sind hier die mit den abgerundeten Ecken. Ja. Dann gibt es Verarbeitungsschritt, auch einen Zuweisungsschritt, dann gibt es eine Deklaration, also hier wird eine Variable deklariert, dann gibt es eine Eilenausgabe, also Daten vom User abfragen, Daten ausgeben. Dann gibt es eine Entscheidung und das Ganze wird hier mit so Ablauffeilen verbunden. Und das, was in den Verarbeitungsschritten gemacht wird, wird jeweils in Prosa beschrieben. Jetzt sagen wir das mal an dem Beispiel von unserem GGT. So könnte das ja am Anfang aussehen. Wir fangen hier an, dann deklarieren wir uns eine Zahl A. Dann gibt es die Eingabe von A. Der User soll eine Zahl eingeben. Dann deklarieren wir uns eine Zahl B, dann gibt es die Eingabe von B und dann wird gerechnet. Am besten stellen Sie jetzt mal das Video auf Pause und gucken mal, wie weit Sie kommen, indem Sie mal einen Ablaufplan für die Berechnung des GGTs erstellen. Und dann mache ich Ihnen hier gleich einmal vor, wie das gedacht ist. So, wie gehen wir also vor, wenn wir jetzt so einen Algorithmus von der Prosa-Form in einen Ablaufplan umschreiben wollen? Fangen wir mal oben an. Ziehe die kleinere von der größeren Zahl ab.
das ist jetzt gar nicht so einfach, denn wir wissen gar nicht, welche von unseren beiden Zahlen, A oder B, ist denn überhaupt die größere. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, ist eine Entscheidung. Das sieht ja so aus. A größer B, schreiben wir mal da rein. So, und wenn das so ist, dann kommt er hier auf der J-Seite raus, dann wäre ja die größere das A, dann müssten wir rechnen A minus B. Dann gibt es ja noch eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass das nicht so ist. Naja, da rechnen wir dann, na, dann ist ja B die größere, B minus A. So, das, was wir da ausrechnen, muss ja jetzt irgendwo hin. Weil wir sollen ja später mit diesem Ergebnis noch weiterrechnen. Also brauchen wir noch eine Variable. Im Moment haben wir ja nur A und B. Also schreiben wir das mal in eine zusätzliche Variable rein. Die ist um die Zahl und die nennen wir einfach E. Die instanzieren wir hier hinten noch. Dann haben wir ein E. Dann können wir Folgendes hinschreiben. Dann können wir hinschreiben, E ist gleich A minus B und E ist gleich B minus A. Gut, das ist jetzt eine Zuweisung. Hier auf der, das, was auf der linken Seite ist, also das hier, das ist der sogenannte L-Value, da kommt das Ergebnis rein. Und auf der rechten Seite, das ist der Ausdruck, das wird ausgerechnet. Gut. So, also, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Es wird einfach entweder A minus B oder B minus A gerechnet, je nachdem, was die größere Zahl ist. So, und jetzt könnten wir natürlich erstmal diese beiden Ergebnisse vergleichen. Wir sehen aber auch, na, um rauszukriegen, ob der GGT schon gefunden ist, wir sehen aber auch, dass wir sowieso mit den beiden Zahlen weiterrechnen sollen. Das heißt also hier in dem Fall, wo A die größere Zahl ist, na, hier steht ja, verwendet das Ergebnis und die kleinere Zahl als Zahlen und fahre mit 1 fort. Ja, dann machen wir doch hier noch eine Zuweisung rein und sagen, naja, das Ergebnis wollen wir weiter benutzen und die kleinere Zahl. Die kleinere Zahl ist auf dieser Seite in B. Und dann können wir ja das Ergebnis in A tun. A ist gleich E, weil wir sollen ja die beiden als Zahlen weiterverwenden. Dann ist jetzt hier das E drin und in B bleibt das B. Gut, das gleiche machen wir hier. Nur, dass wir jetzt dem B unsere Differenz zuweisen. Gut, das Ergebnis hätten wir. Und jetzt gucken wir mal, ob die beiden Zahlen gleich sind. Denn wenn die beiden Zahlen gleich sind, dann haben wir ja das Ergebnis. Ne? Schauen wir mal. Haben wir also hier noch so einen Vergleich hin. A gleich B. Also von hier aus geht's da rein. Und von hier aus geht's da auch rein. So. Nehmen wir mal an, A ist gleich B. Hurra. Machen wir hier mal ein J hin. Dann ist das Ende erreicht. Ja, diese Endklötze haben wir so runde Ecken. Und dann ist unser Ergebnis das A. Ja, oder das B, die sind ja eh gleich groß. Gut. Und ist das nicht so, also N, ja, dann sollen wir ja mit den beiden Zahlen hier oben weiterrechnen. Steht ja. Verwende das Ergebnis und die kleinere Zahl als Zahlen und fahre mit 1 fort. Gut. Gesagt, getan. Machen wir hier die Ecke noch. So, jetzt müssen wir überlegen, womit fangen wir denn an? Wenn ich jetzt hier oben reinkomme und gebe zweimal die 5 ein, dann wäre ja 5 der GGT von 5. Also fangen wir doch am besten mit dem Vergleich an. Das heißt, wir gehen von hier direkt nach da und schauen mal, ob die beiden Zahlen gleich sind. Wenn dem nämlich so ist, ja, dann geht es gleich hier runter und dann ist es gleich vorbei. Und wenn dem nicht so ist, dann geht es eben hier hoch und dann wird hier oben weitergerechnet. So, das Ganze können wir jetzt nochmal überprüfen mit einer sogenannten Wertetabelle. Gut, was ist eine Wertetabelle? Also mit einer Wertetabelle kann man einen Programmablauf mit konkreten Werten nachvollziehen. Für jede Variable wird eine Spalte in der Wertetabelle angelegt und dann macht man für jeden Verarbeitungsschritt, wo ein Wert verändert wird, eine neue Zeile mit den jetzt gültigen Werten in diese Tabelle rein. Machen wir das doch mal in unserem Beispiel von eben. Okay, also eine Wertetabelle. Jetzt stand da, wir sollen für jede Variable, wenn sie angelegt wird, eine Spalte anlegen. Das machen wir erstmal hier so eine Tabelle hin.
So. Da kommen ja wahrscheinlich so Spalten hier rein. Ne? Oh, noch eine Spalte. Fangen wir vorne an. Es geht hier los. Start. Zahl A. Es gibt also mindestens mal eine Spalte A. Und dann kommt Eingabe A. Da geben wir jetzt mal eine 25 ein. Ja, dann kommt eine Zahl B, wird dann erfunden. Und dann kommt Eingabe B. Da geben wir jetzt mal eine 15 ein. Ne? Dann steht hier immer noch eine 25 und eine 15. Und dann wird eine Zahl E angelegt. Die kriegt aber erstmal noch keinen Wert. So, dann schauen wir hier hin. A gleich B. Das ist nicht so. Also geht es hier in den Nein-Weg hinein. Schauen wir mal weiter. Hier oben steht A größer B. In unserer 25 und 15 ist A größer B, also geht es hier weiter. Und jetzt wird E A minus B zugewiesen. Ja, A minus B kommt also hier eine 10 rein. Hier bleibt die 25 und hier bleibt die 15. So, dann nächster Schritt. A ist gleich E. Also das, was in E drin steht, kommt in A rein. Dann steht hier 10, 15 und die 10. So, dann geht's hier runter. A ist immer noch nicht B, also wieder hier hoch, hier rüber. Und jetzt wird geschaut, ob A größer B ist. Jetzt ist aber A nicht mehr größer B, also geht es auf der Seite weiter. Schauen wir mal, E ist gleich B minus A. In B ist eine 15, in A ist eine 10, dann steht hier also eine 5. Und hier weiter eine 10 und eine 15. Gut, dann schauen wir hier mal weiter. B ist gleich E. Ja, also schreiben wir hier eine 5 rein. Hier bleibt die 10 und hier bleibt auch eine 5. Und dann geht es hier weiter. A ist ungleich B. Geht es hier hoch. A größer B. Ist A größer B? Jawohl. Also ist E A minus B. A minus B sind in dem Fall 5. Hier bleibt wieder die 5 und hier wieder die 10. Dann kommen wir zu diesem Fall. A gleich E. Also kommt hier eine 5 rein. Hier bleibt die 5 und hier bleibt auch die 5. So, dann schauen wir in den nächsten Schritt. Ist A gleich B? Jawohl, A ist gleich B. Und dann gibt er zurück das A. Also das hier wäre jetzt unser Ergebnis. Das ist unser GGT. Ja, das wäre jetzt mal eine Wertetabelle von dieser, von diesem Ablaufplan. So, und jetzt schauen wir uns unseren Ablaufplan noch mal ein bisschen an. Ich glaube, den können wir noch ein bisschen aufräumen. Ja, also, schauen wir uns noch mal diese Zuweisung an. Da steht ja jetzt A minus B. Und das ist ja eine Zuweisung. Und im nächsten Schritt, also hier, ne, steht A minus B ist gleich E. Und im nächsten Schritt weisen wir dann den Inhalt von E dem A zu. Das können wir auch in einem Schritt machen. Wir können einfach hier hinschreiben, A ist gleich A minus B. Das ist, ne, mathematisch geht es natürlich nicht. Ne? Also da müsste B dann 0 sein oder sonst irgendwas. Ich könnte ja in der Mathematik nicht hinschreiben, X ist gleich X minus 5 oder so. Ne? Das ist ja falsch. Aber was wir hier hinschreiben, ist ja gar keine Formel in dem Sinne, sondern eine Zuweisung. Auf der linken Seite, hier ist unser L-Value, da kommt das Ergebnis rein. Und auf der rechten Seite hier, das ist unser Ausdruck. Das wird ausgerechnet. Gut, das heißt also, wir dürfen das hinschreiben, weil dieses Gleichzeichen nicht wirklich ein Gleichzeichen ist, sondern ein Zuweisungsoperator. Machen wir das auf der anderen Seite auch mal. Ja, schreiben wir hier hin. Ja. Ja, wieder schwarz. B ist gleich B minus A. Ne, da machen wir nichts anderes, als wir eben gemacht haben. Wir sparen uns hier diese Zuweisung und wir rechnen dann mit der kleineren Zahl, denn die bleibt ja in dem Fall in A drin und dem Ergebnis, das ist ja dann in dem B, weiter. Funktioniert genauso, hat auch einen entscheidenden Vorteil. Jetzt können wir nämlich hier hinten hingehen und können sagen, naja, wenn ich das E nachher zum Rechnen nicht mehr brauche, dann kann ich es auch weglassen. Gut. Also können wir das hier auf der rechten Seite verkürzen.
Und hier links brauche ich ja dann auch das E nicht mehr, ne? Weil wenn ich da, wenn ich keine Variable E mehr brauche, dann kann ich mir die Deklaration sparen. Dann geht's also gleich hier los, Vergleich von A und B. Dann schauen wir hier, ob das passt, ob das dann vielleicht schon A ist. Das können wir auch ein bisschen schöner machen mit diesen runden Ecken. Und dann ist das unser A. Der Rest bleibt ja gleich. Ist also nichts passiert, außer dass wir jetzt nochmal eine Zuweisung gespart haben. Gut, damit kommen wir zur ersten Aufgabe, die wir dann im Plenum zusammen bearbeiten wollen. Und zwar sollen Sie ein Programm schreiben, das die Fibonacci-Folge ausgibt. Die Fibonacci-Folge ist ja definiert. Das ist immer das n-te Glied, die Summe aus dem n-1. Und n-2. Glied sein soll. Die ersten beiden Glieder sind gegeben, also f0 ist 0 und f1 ist 1. Und diese oben stehende Definition gilt also für alle Glieder n größer 2. Da erstellen Sie mal bitte einen Ablaufplan für diese Folge, und also für ein Programm, das diese Folge ausgibt. Und dann erstellen Sie mal eine Wertetabelle für die ersten 5 Schritte. Dann müssen Sie überlegen, welche Variablen Sie brauchen, und dann tragen Sie die mal bitte in die Wertetabelle ein, und dann werden wir das im Plenum zusammen nochmal besprechen. So, bei den Zahlen haben wir es ja immer so gemacht, dass wir gesagt haben, beim GGT-Berechnen, ja, wir brauchen eine Zahl A, wir brauchen eine Zahl B, wir brauchen eine Zahl E. Und das muss man bei der Deklaration von so einer Variable auch immer angeben, von welchem Typ ist. Man spricht vom Datentyp. Und das liegt einfach daran, dass wir ganz am Anfang, hatte ich Ihnen ja gesagt, dass der Computer wissen muss, wie viel Speicherplatz er reservieren soll. Und die Datentypen sind verschieden groß, also Zahlen sind kleiner als Zeichenketten und so weiter. Und dementsprechend müssen wir bei der Deklaration von so einer Variable immer sagen, von welchem Typ sie sein soll. Die Datentypen, also die grundsätzlichen Datentypen, die es gibt, man spricht auch von den primitiven Typen, sind einmal der Wahrheitswert, englisch Boolean, der kann sein richtig oder falsch. Dann ein Zeichen, also ein einzelner Buchstabe, englisch char, Beispiel A, B und so weiter. Dann Zeichenketten, also Text, der aus mehreren Zeichen besteht. Eine Ganzzahl, Integer, so wie wir es eben gesehen haben, also eine natürliche Zahl, 1, 2, 3, aber eben auch minus 1, minus 2, minus 3, sind ja auch Ganzzahlen. Und dann Kommazahlen, auch im Englischen als real bekannt. Das sind die Datentypen, mit denen wir erstmal arbeiten. Und wir müssen natürlich der Maschine immer sagen, mit was für Daten wir arbeiten wollen. Was uns dann auch noch gefehlt hat bei den Ablaufplänen, ist der Aufruf eines Unterprogramms. Das ist eigentlich ein Hilfsmittel, um Programme besser untergliedern zu können oder es handlicher zu machen, kann ich aus einem Programm ein anderes Programm aufrufen. Das ist ein Unterprogramm. Der Kasten dazu, sehen Sie hier, der hat so 2 Striche, und dann wird der aufgerufen. So einem Programm kann man Parameter übergeben, also Variablen, die dann schon vorbelegt sind. Und so ein Unterprogramm kann einen Ergebniswert zurückgeben. Und man spricht auch von einer Funktion. Das haben wir in Mathematik ja auch schon gesehen, da gab es ja immer f von x, ne? Da gab es genau für jedes x genau einen Wert zurück. Und so ist es hier auch bei diesen Funktionen. Und es ist auch immer so, also wenn Sie die gleichen Werte reintun, dann kommt auch immer das Gleiche raus. Ne? Weil bei dem Unterprogramm fürs GGT zum Beispiel, wenn ich da 5 und 15 reintue, kommt 5 raus. Wenn ich nochmal 5 und 15 reintue, kommt nochmal 5 wieder raus. Ganz wichtig, die Unterprogramme haben ihre eigenen internen Variablen. Die müssen wir dann auch da deklarieren. Oder können wir von außen auch nicht drauf zugreifen. Das Einzige, was das Programm nachher zurückgibt, ist ein Ergebniswert. Und auch ein Zugriff auf die Variablen des Hauptprogramms ist nicht mehr möglich. Alles, was wir an Variablen brauchen im Programm, müssen wir als Übergabeparameter übergeben. Und das sind dann auch Kopien von diesen ursprünglichen Variablen. Das heißt also, wenn ich da eine 5 und eine 15 übergebe, dann wird eine Kopie von gemacht und die werden dann in die Variablen übergeben. So könnte es aussehen. Hier also nochmal unser Start von dem GGT-Programm, dann deklarieren wir noch eine Zahl E und dann rufen wir ein Unterprogramm GGT auf und dann machen wir eine Ausgabe von E und dann ist das Programm zu Ende. Das wäre jetzt mal unser Hauptprogramm und da drin ist ein Aufruf von einem Unterprogramm. Sie sehen, das sieht im Prinzip von der aus wie beim Rechnen, ne? Da ist eine Zuweisung, E ist gleich GGT, Klammer auf, AB. AB werden dann als Parameter übergeben. So,
Hier ist mal ein Beispiel. So könnte dieses Programm aussehen. Ja, als Übergabeparameter werden A und B übergeben. Das sind zwei ganze Zahlen. Dann wird geprüft, ob A gleich B ist. Wenn das wahr ist, dann ist ja das der GGT. Dann kann er das zurückgeben. Wenn das falsch ist, dann macht er hier auf der rechten Seite noch irgendwas anderes. So, dieses Programm ist jetzt ein spezielles Beispiel. Das nennt sich Rekursion. Denn dieses Programm ist unser Programm GGT. Und wie Sie hier unten sehen, E ist gleich GGT, Klammer auf, AD, Klammer zu, ruft dieses Programm sich selber auf. So, und als Vorbereitung fürs Plenum, bereiten Sie bitte mal für dieses Programm auch eine Wertetabelle vor, für die Zahlen 15 und 25. Und da ja jetzt jedes Mal alle Variablen Kopien sind, brauchen Sie natürlich für jeden Aufruf von dem Unterprogramm eine eigene Wertetabelle. So, und wenn wir uns jetzt nochmal diese Ablaufpläne angucken, schauen wir mal hier rein, was weiß ich, erster Schritt. Und dann folgt hier ein zweiter Schritt und so weiter. Dann sieht man, dass man da relativ leicht formale Fehler machen kann. Also ich könnte jetzt hier noch einen zweiten Pfeil dran machen. Mal bei A, B und so weiter. Dabei ist das ja gar nicht erlaubt. Ne? So ein zweiter Pfeil ist ja eigentlich nur an so einer Verzweigung erlaubt, ne? Wo hier eine Bedingung drin steht. Das heißt also, wir können da relativ schnell schlechte oder zumindest ungültige Programme konstruieren. Deshalb wollen wir es noch mit einem zweiten Diagrammtyp oder mit einer zweiten Darstellungsart von Programmentwürfen oder Programmabläufen beschäftigen, und zwar mit dem Nassi-Schneiderman-Diagramm. Ich habe es hier mal aus der Wikipedia rauskopiert, also 72, 73 haben die beiden, Isaac Nassi und Ben Schneiderman, das entwickelt. Das ist auch heute genormt. Und diese Programmstrukturen, die nennt man auch Struktogramme. Schauen wir uns mal an, wie so ein Struktogramm aussieht. Also jede Anweisung ist in so einem rechteckigen Strukturblock. Das ist ja ähnlich wie beim Ablaufplan. Nur hier sehen wir, dass der immer, wenn der aus einer Anweisung rausfällt, quasi immer in den Strukturblock darunter fällt. Na, hier steht ja rechts, Strukturblöcke werden nacheinander von oben nach unten durchlaufen. Leere Strukturblöcke sind nur in Verzweigungen zulässig. Das heißt also im Prinzip, dass das, was wir gerade gesehen haben, mit den mehreren Anweisungen hintereinander, A1, A2, A3, das ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir im Ablaufplan so hatten, A1, A2, A3. Nur, dass wir uns halt hier, also auf der Seite, nicht mehr formal irgendwie vertun können, indem wir da einen falschen Pfeil dran malen, weil es hier immer, ja, also wenn ich unten rauskomme, das Ganze ist immer rechteckig, wenn ich unten rauskomme, wenn ich mit dem fertig bin, falle ich in den, wenn ich mit dem fertig bin, falle ich in den. Es geht also gar nicht, dass man da irgendwas falsch macht. Sagen Sie, okay, jetzt brauchen wir aber trotzdem noch was zum Abbiegen, da haben Sie recht. Und das ist die Verzweigung. Ja, die einfachste Verzweigung wäre jetzt mal die hier. Es ist eine Bedingung mit einem Ja, Nein. Und wenn die wahr ist, dann läuft er halt auf der Ja-Seite durch. Und wenn die falsch ist, dann läuft er auf der Nein-Seite durch. Ja, also im Prinzip hier ist die Nein-Seite jetzt leer. Also es wäre dann im Prinzip in dem, was wir bis jetzt gemacht haben, also im Ablaufplan, wäre das, hier wäre die Bedingung drin und hier wäre das Ja. Dann gibt es hier eine Anweisung. Oh, hier gibt es die nächste Anweisung. Ja, und was wir jetzt hier gesehen haben mit dem Leeren, wäre jetzt quasi sowas, wo man bei N im Prinzip nur diese Anweisung hier überspringt. Schauen wir mal weiter, was es da noch gibt. Ja, es gibt natürlich auch die Verzweigungen, wo es zwei Alternativen gibt. Ja, also im Prinzip so, wie wir das beim GGT auch hatten, dass man hier rechts auf der Nein-Seite noch eine Anweisung hat. Nennen wir die jetzt mal X, Y, Z oder so. Und dann geht es hier bei der 3 weiter. Und das ist im Prinzip das, was wir hier sehen mit dem Anweisungsblock rechts und links. Und dann läuft das Programm hier ganz normal weiter. Hier wieder der Vorteil, dadurch, dass das ganze Ding rechteckig ist, kann man nicht irgendwie falsch abbiegen oder irgendwas formal falsch machen. Das Programm kann natürlich immer noch falsch sein, kann das falsche Ergebnis
errechnen. Aber formal ist es auf jeden Fall richtig. Ne? Es gibt zwei Möglichkeiten, aus so einer Bedingung rauszukommen, links und rechts. Ne? Beim Ablaufplan hätte ich jetzt, könnte ich ja jetzt hier irgendwo noch einen dritten Ausgang hinmalen. Ja, das müsste ich ja erstmal finden, dass das hier nicht geht, dass das drei sind. Ne? Das würde hier gar nicht gehen, weil ja die ganzen Dinger rechteckig aufeinander stehen. Das kann ich auch verschachteln, ne? Also sehen, das Ganze, also dieses ganze, der ganze Plan, der ganze Struktogramm ist immer ein Rechteck. Und da rein kann ich jetzt meine Bedingungen schachteln und meine Anweisungsblöcke. Ne? Bedingung 1, geht's ja, nein. Und auf der linken Seite gibt es dann eben Bedingung 2, die noch ausgewählt wird. Und dann gibt es eben den Anweisungsblock 1, 2 oder 3. Und in die Anweisungsblöcke rein kann ich jetzt wieder mehrere Anweisungen hintereinander verschachteln, so wie wir das Ganze am Anfang gesehen haben. Es gibt auch so eine Fallauswahl, ne? Da kann man eben eine Variable auswerten, kann sagen, wenn das aber Wertebereich kleiner als 0 ist oder 1 bis 5 und so weiter. Das ist im Prinzip eine Abkürzung von mehreren verschachtelten Abfragen. Gut, dann haben wir ja gesehen, beim GGT hin und wieder springen wir ja auch mal zurück. Ja, beim GGT, schauen wir uns das nochmal an. Na, wie jetzt gar nicht hier. Beim GGT war es ja so, ja, mache dies, mache jenes. Wenn du dann fertig bist, dann überlegst du dir halt, ob du fertig sein willst oder ob du hier oben nochmal weitermachst. Das war ja so, dass das dann erst hier beendet war. So, und sowas ist ja im Prinzip ein Rücksprung. Das kann man über eine Schleife realisieren. Einfachste Schleife ist die sogenannte abweisende oder kopfgesteuerte Schleife. Und die wird so lange durchlaufen, bis eine Bedingung wahr ist. Wenn wir das jetzt mal in den Ablaufplan übertragen, dann wäre das nichts anderes als, wir haben eine Bedingung. Ja. Hier kommt es rein, das Programm. Und solange jetzt die Bedingung wahr ist, werden hier diese Anweisungen ausgeführt und dann springt es hier oben wieder rein. Ist die Bedingung nicht mehr wahr, dann geht es hier weiter. Und Sie sehen, warum das Ding abweisend heißt. Dass wenn der das erste Mal ankommt und die Bedingung ist schon nicht wahr, läuft er direkt hier lang. Ne? Weil er dann in die Schleife, also hier, das wäre ja die Schleife, dieses ganze Ding hier, läuft er gar nicht rein. Deshalb abweisend oder kopfgesteuert. Ne? Man kommt rein und der Kopf entscheidet schon, ob es überhaupt losgeht. Alternativ dazu gibt es auch die fußgesteuerte oder nicht abweisende Schleife oder Post-Check-Loop. Und da wird eben das so lange durchlaufen, bis wie eine Bedingung wahr ist. Also sagen wir mal so, das wäre jetzt hier. Wir haben hier eine Anweisung und noch eine Anweisung. Und dann prüfen wir mal, ob wir irgendwas tun. Und wenn das alles noch im grünen Bereich ist, dann geht es hier oben weiter. Also das Programm kommt ja irgendwann mal von hier an. Geht es hier weiter. Und wenn nicht, dann endet es eben hier unten. Ja, also im Prinzip ist das hier nur, also diese fußgesteuerte Schleife, nur eine andere Abbildung für diesen Durchlauf. Ich lauf hier oben rein, dann werden diese Anweisungen alle ausgeführt, dann wird geprüft. Wenn das noch wahr ist, springt er hier hoch, führt das wieder aus, führt das wieder aus, führt das wieder aus. Und wenn nicht, dann geht es eben hier unten rein. Als kleine Abkürzung gibt es dann auch noch eine zählergesteuerte Schleife. Das ist im Prinzip eine Schleife, die läuft von einem Startwert los bis zu einem Endwert und dann wird eine Variable immer auf den aktuellen Wert gesetzt und dann kann man auch die Schrittweite einstellen. Dann kann man sagen, also ich will nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern ich zähle 2, 6, 10, 14 oder sowas. Das kann man also dann alles einstellen. Das sehen wir dann nachher auch im Beispiel nochmal, wenn wir dann mal Struktogramme selber machen. Gut, was es auch noch gibt, ist die Endlosschleife. Ja, das wäre jetzt mal in dem Bild hier, was wir hier hatten, wäre das was, was so aussehen müsste. Und dann ohne eine Bedingung abzuprüfen, immer hier oben wieder reinspringt. Jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, naja, irgendwann muss ja mal Schluss sein. Ja, das heißt,
Irgendwann muss ja so ein Programm zu Ende sein. Und dann sehen wir auch, es gibt noch zusätzliche Aussprünge. Die gibt es übrigens für jede von den Schleifen, und zwar gibt es zwei verschiedene. Einmal den Break und einmal den Continue. Der Break springt wirklich aus der Schleife raus. Das heißt, wenn wir jetzt hier den da in der Mitte mal durch so eine Bedingungsabfrage ersetzen, dann wäre das hier so eine Art Aussprung und dann geht das Programm hier weiter. Ja, das wäre dann ein Break. Ja, dann wäre die tatsächlich zu Ende, diese Schleife. Oder wenn das ein Continue wäre, ja, dann würde der den Rest von der Schleife, also das, was hier noch kommt, nicht mehr machen, sondern gleich hier oben wieder reinspringen. Das geht übrigens bei allen Schleifen. Das heißt, das funktioniert also auch bei einer kopfgesteuerten oder einer fußgesteuerten oder einer Zählschleife. Ja? Ganz wichtig, die beiden Aussprünge gibt's, Break und Continue. Der Unterschied ist, Break beendet tatsächlich die Schleife, springt also dahinter. Und Continue springt im Prinzip wieder an den Anfang der Schleife und führt einfach nur den Rest von dem aktuellen Schleifendurchlauf nicht mehr aus. Dann gibt's natürlich auch Unterprogrammaufrufe. Alles klar. Die sehen so ähnlich aus wie im Ablaufplan. Das verwundert jetzt nicht. Sieht ja eh alles ziemlich gleich aus. Und da kann man jetzt im Prinzip das Unterprogramm beziehungsweise eine Prozedur oder eine Funktionsnamen angeben und dann ruft er das entsprechende Unterprogramm auf. Dann haben wir noch so ein paar Regeln für die Allgemeingültigkeit. Also es soll jetzt im Gegensatz zum Ablaufplan, wo wir gesagt haben, da ist Prosa eigentlich noch erlaubt, da kann man auch mal was beschreiben, soll hier eigentlich nichts mehr enthalten sein, was irgendwie sprachspezifisch ist oder eine Befehlssyntax von der Programmiersprache simuliert oder sagen wir mal ein Fließtext, sondern da soll einfach nur noch eine Logik drin sein. Das sehen Sie nachher aber auch, wenn wir mal ein paar Beispiele machen, das ergibt sich eigentlich von alleine. Ganz wichtig ist auch eine Deklaration. Ja, wir haben ja jetzt in den Ablaufplänen hatten wir ja gesagt, okay, wir brauchen irgendwie noch eine Variable, also haben wir uns einfach nochmal eine erstellt. Das geht beim Struktogramm nicht. Beim Struktogramm ist es so, dass wir ganz am Anfang einen Deklarationsbereich haben und da alle Variablen, die wir benutzen wollen, deklarieren. So wie wir das machen, das ist im Prinzip oben eine Liste. Da werden einfach die ganzen Variablen deklariert. Und die Deklaration gilt dann für das ganze Programm. Ja, und da müssen wir natürlich dann auch wieder, wie bei den anderen Deklarationen im Ablaufplan auch, den Datentyp mit angeben. Ja. Das Ganze ist eine Erweiterung zu dem ursprünglichen Struktogramm, deshalb nennen wir das erweitertes Struktogramm. So, dann ganz wichtig, jede Anweisung, also jede Zuweisung in dem Sinne, hat einen eigenen Block. Ja, das ist für uns jetzt nicht so schwierig, wenn wir sagen, wir haben in einem Block zwei Anweisungen, machen Strich in der Mitte rein, dann sind es zwei Blöcke. Aber dass wir wirklich darauf achten, dass es immer nur eine Anweisung pro Block gibt. Gut. Und solche Anweisungen sind ja im Prinzip immer Zuweisungen. Das haben wir eben schon gesehen. Da stand dann irgendwie E ist gleich A minus B oder sowas. Und die werden in der Norm im Moment mit so einem Pfeil nach links dargestellt. Sie sehen auf der rechten Seite, so wie wir das kennen im Prinzip, hier wird ein Ausdruck, steht hier. Und auf der linken Seite steht dann der L-Value, dem wird es zugewiesen. In älteren Struktogrammen sieht man auch diesen Zuweisungsoperator hier unten. Ich habe den mal eingekreist. Den verwenden wir auch. Das liegt einfach daran, dass wir nachher ein Programm benutzen, mit dem wir unsere Struktogramme malen, was eben diesen Zuweisungsoperator verwendet. Sie sehen, das sieht genauso aus. Links ist die Zielvariable, der L-Value. Rechts ist der Ausdruck, also das, was gerechnet werden soll. Und dann passt das schon. Ganz wichtig, wir müssen die Struktogramme benennen, weil ein Struktogramm ist ein Programm. Das heißt, das Programm könnte ja in einem anderen Struktogramm als Unterprogramm aufgerufen werden. Deshalb brauchen die im Prinzip eindeutige Namen, damit ich weiß, in dem Programm rufe ich das andere auf. Und das eine heißt halt Fritz. Und wenn ich Fritz aufrufe, dann weiß ich, dass es dieses Programm ist. Gut, dann zeige ich Ihnen jetzt nochmal, wie das in dem FIP funktioniert. Denn das ist relativ einfach und es geht relativ schnell von der Hand. Gut. Da wir unsere Struktogramme ja nicht von Hand zeichnen wollen, das war ein bisschen lästig, benutzen wir das Programm VIPS. Das kann man im Internet runterladen. Den Link
habe ich auf die Webseite gestellt. Wenn man das öffnet, sieht es so aus. Hier oben, das müsste Ihnen bekannt vorkommen, das sind die Symbole, die ich Ihnen eben schon mal vorgestellt habe. Und Sie sehen, hier kann man jetzt ein Struktogramm reinmalen in diesen Bereich. Hier oben sehen Sie den Bereich, da sind die ganzen Deklarationen. Es gibt Parameter, das sind ja die Variablen quasi, die man übergibt. Dann gibt es einen Rückgabetyp, das heißt also das, was das Programm ausrechnet, muss ja einen Typ haben. Ja, zum Beispiel beim GGT wäre das eine Zahl. Dann kann man Konstanten definieren und man kann hier die lokalen Variablen festlegen. Ja, wie Sie sehen, gibt es hier in der Reihe gibt's eine Liste mit Struktogrammen. Da gibt es das Struktogramm Main. Und per Definition ist das Main-Struktogramm immer das, was als erstes aufgerufen wird. Wenn wir jetzt also mal ein neues Struktogramm machen wollen, zum Beispiel unseren GGT, dann machen wir den mal da rein. Sehen Sie, erscheint der hier. Man gibt jetzt zwei Struktogramme. Gut, beim GGT ist der Rückgabetyp klar. Das muss eine Ganzzahl sein. Ne? Wir rechnen ja eine Ganzzahl aus. Parameter gibt es auch. Ja, wir haben ja, haben wir immer A und B genannt. Und wenn wir den ersten Parameter mal A, und dann sehen Sie, hier kann man den Typ auswählen, ja, Wahrheitswert, Zeichen, Zeichenkette, aber was wir schon kennengelernt haben. Und das ist eine Ganzzahl. Hinzufügen und den Parameter B. Ganzzahl ist natürlich nicht ganz richtig. Ganzzahl sind ja alle ganzen Zahlen, positiv oder negativ. Ja, in unserem Fall dürfen es ja eigentlich nur natürliche Zahlen sein. Ne? Sonst funktioniert ja der Algorithmus auch nicht. Na gut, wir brauchen noch eine lokale Variable. Beim GGT hatten wir das E oft benutzt. Ja, also hier machen wir mal noch ein E als lokale Variable. Wenn Sie jetzt auf OK klicken, sehen Sie, dass er das Ihnen hier oben in diesem, in dieser ersten Anweisung sehr schön aufzeigt. So, und jetzt können wir einfach mal hier unsere Strukturelemente hineinbauen. Also das wäre jetzt mal eine Zuweisung. Ja, und immer wenn Sie was einbauen wollen, ja, machen wir eine Verzweigung, dann klicken Sie immer auf den Kasten, hinter den Sie das einsetzen wollen. Ja, wenn wir jetzt ja zum Beispiel hier noch eine Zuweisung links reinmachen wollen und eine Zuweisung rechts reinmachen wollen, und Sie sagen, ja gut, jetzt ist entweder das oder das ist jetzt zu Ende, es soll jetzt hier drunter eine gemeinsame Anweisung kommen, dann klicken Sie auf Zuweisung und dann klicken Sie hier auf diesen Kasten, ne, weil das ganze Ding hier, das ist ja im Prinzip der Kasten, unter den Sie das machen wollen. Gut, die sind jetzt alle rot, weil das natürlich alles noch nicht definiert ist. Hier wird jetzt einer Variable unbekannt ein Ausdruck 0 zugewiesen. Variable unbekannt gibt es nicht. Es gibt ja hier nur zwei Parameter und eine Variable E. Machen wir mal hier spaßeshalber A plus B rein, damit Sie mal sehen, wie das aussieht. Schauen, sehen Sie hier. Hier ist der Zuweisungsoperator, links steht das E, da kommt also das Ergebnis rein. Und das wäre in dem Fall halt die Summe von den beiden Parametern A und B. So, für unseren GGT hatten wir gesagt, müssen wir erstmal prüfen, ob vielleicht A schon B ist. Ne? A ist gleich B. Ne? A ist gleich B. Wäre jetzt, wenn es wahr ist, alles wunderbar, wenn es falsch ist, macht er halt das. Und nehmen wir mal an, wir machen hier bar, weisen wir der Variable e das a zu, einfach nur mal, um was gemacht zu haben. Dann nehmen wir die mal wieder raus, einfach entfernen drücken. Gut, dann schauen wir mal, machen wir jetzt mal in unserem Hauptprogramm. Zeige ich Ihnen jetzt nochmal, wie man andere Programme aufruft. Das wäre ein Aufruf. Da steht jetzt unbekannt drin und dann Klammer auf, Klammer zu. Unbekannt heißt, er weiß noch nicht, was er aufrufen soll. Naja, dann schauen wir mal hier. Sie sehen, in dieser Operationsliste gibt es eine ganze Reihe eingebauter Operationen, aber da gibt es jetzt auch hier unsere Operation GGT. Und man sieht, das Ding heißt GGT, kriegt als Parameter eine Ganzzahl, noch eine Ganzzahl und gibt eine Ganzzahl zurück. Können wir uns gleich nochmal anschauen. Jetzt machen wir erstmal eine ganz einfache, das ist eine eingebaute. Ja, Sie sehen, ShowMessage heißt die, kriegt als Parameter einen Text, gibt nichts zurück und zeigt ein Meldefenster an. Ja, sieht dann so aus. Das probieren wir jetzt mal. Und jetzt schauen Sie, jetzt steht hier ShowMessage, Klammer auf, Klammer zu. Es ist natürlich immer noch falsch, weil die hat ja noch gar keine Parameter bekommen.
Fügen wir mal Parameter hinzu. Hier gibt es ja nur einen Parameter, nämlich den Text. Und jetzt kann ich hier einen Wert zuweisen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel den Namen einer Variable hinschreiben. Wenn ich aber nicht möchte, dass er den Namen einer Variable nimmt, sondern wirklich die Zeichenkette, die ich hinschreibe, dann muss man die in Hochkommas einschließen. Machen wir mal hier, hallo. Und dann wieder das Hochkomma. Wenn ich jetzt auf OK drücke, sehen Sie hier, gibt es als Text eine Zeichenkette. Drücken wir mal auf OK. Und wenn Sie jetzt auf Ausführen klicken, dann macht er hier das Fensterchen auf mit dem Hallo. So. Wir könnten natürlich jetzt auch hingehen und könnten sagen, okay, ich möchte eine lokale Variable haben. Klicken wir mal hier auf lokale Variable. Nennen wir die mal Begrüßungstext. BT. Und das sei eine Zeichenkette. So. Ja, okay. Dann haben wir jetzt das ist ein einzelnes Zeichen. Wir brauchen eine Zeichenkette. Und dann sehen Sie hier, haben wir jetzt eine lokale Variable Zeichenkette. Der weisen wir jetzt mal was zu. Ja, BT. Ja, und dann machen wir als Ausdruck auch hier wieder. Ne, wir müssen ihm klar machen, dass wir jetzt hier einen Text übergeben wollen. Schreiben wir jetzt mal Text. Gut. So, jetzt haben wir hier in der Variable BT die Zeichenkette Text drin. Und wenn ich jetzt hier einen Aufruf von showMessage dahinter mache, dann machen wir das mal, showMessage, dann kann ich hier als Parameter den Text übergeben und jetzt kann ich hier den Namen der Variable reinschreiben. Und dann sehen Sie hier, der Übergabeparameter Text kriegt jetzt den Wert von BT. So, BT ist hier als Text übergeben, also müsste er jetzt eigentlich, wenn wir das ausführen, erst Hallo sagen, macht er auch, und dann Text. Ja, das hat ja sehr schön geklappt. Also auf diese Art und Weise könnten wir natürlich jetzt auch unser GGT-Programm aufrufen. Rufen wir mal auf. Ja. Und das hat als Parameter genau die beiden, die wir angegeben haben, nämlich A, übergeben wir jetzt mal die 25, und B. Ja, das haben wir eben selber rein definiert. So, und so funktioniert im Prinzip das FIPS. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schleife nehme, While-Schleife ist ja die Pre-Check-Loop, sehen Sie, dann macht er Ihnen hier so einen Kasten auf und da können Sie jetzt die Zuweisung hier einfach in den Kasten reintun. Auch hier gilt wieder, das hier ist der Kasten mit der Schleife. Wenn ich was dahinter haben will, dann muss ich auf die Schleife klicken. So. Und so funktioniert das mit den FIPS. Und das brauchen wir natürlich dann auch für das Plenum. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie sich das runterladen und schon mal zu Hause ein bisschen mit beschäftigen, dass wir dann gleich voll einsteigen können. Gut, ich habe Ihnen ein paar Übungsaufgaben noch mitgebracht. Fangen Sie einfach mit den Übungsaufgaben an, das ist dann einfacher. Das erste ist einfach mal ein FIPS-Programm erstellen, das die Länge und Breite eines Rechtecks abfragt und dann Umfang und Flächeninhalt ausgibt. Das zweite wäre das jetzt nochmal mit einer Kugel, also Radius abfragen, dann Oberfläche und Volumen auszugeben. Da können Sie dann auch mal in dem FIPS den Bereich benutzen, wo man Konstanten definieren kann, dass man da Pi als Konstante definiert. Und dann erstellen Sie nochmal ein Struktogramm, das drei Zahlen einliest und diese dann aufsteigend sortiert ausgibt. Hausaufgabe ist erstellen und verifizieren von zwei Struktogrammen, die zwei Zahlen einlesen und deren GGT ausgeben. Ja, das machen wir dann auch im Plenum, gucken wir uns das schon mal an, wie das funktionieren könnte. Und wir haben ja bei den Ablaufplänen zwei Möglichkeiten gesehen, wie man es machen kann. Einmal rekursiv, also dass das Programm sich selber aufruft, und dann einmal mit einer Schleife. Also brauchen wir zwei Struktogramme, die das einmal so und einmal so machen. Sie können auch zwei verschiedene GGT-Struktogramme erstellen und die Ein- und Ausgabe in einem Extra-Struktogramm zusammenfassen. Gut, und dann möchte ich gerne noch ein Programm sehen, das die Fibonacci-Folge ausgibt. Ja, auch hier einmal als Hilfsmittel die Schleife. Ja,
In dem Fall ist es ja so, dass wir da mal wirklich die Endlosschleife benutzen können, weil die Fibonacci-Folge, die endet ja nicht, die ist ja unendlich definiert. Dann kann das Programm im Prinzip ja auch unendlich lange laufen. Zusatzaufgabe, mal gucken, ob wir die dann im Plenum noch besprechen, wäre dann ein Struktogramm, das die Fibonacci-Folge ausgibt und dazu das Hilfsmittel der Rekursion verwendet. Also quasi eine Methode, die sich selber aufruft, um das nächste Element der Folge auszugeben. Kleiner Hinweis noch, wir haben ja für die Variablen, geben wir ja Typen an, also Datentypen, und im FIPS gibt es eine Eingabeoperation, die heißt Input, und die kann natürlich erstmal nur Zeichenketten zurücklesen, weil sie haben die ganze Tastatur zur Verfügung, ja, wir können da irgendwas eingeben. Das heißt, das Ergebnis von dieser Methode oder von dieser Funktion ist eine Zeichenkette. Und diese Zeichenkette, die können Sie mit einer weiteren Funktion, die heißt tritoInt, in eine Ganzzahl umwandeln. Das heißt also, es gibt einmal eine Zeichenkette mit dem Wert. Wenn ich die dann in eine Ganzzahl umwandle, dann gibt es nochmal eine Ganzzahl mit dem Wert. Beim Ausgeben ist es so, dass es auch wieder eine Methode gibt, oder eine Methode, die heißt showMessage. Die bekommt als Übergabeparameter eine Zeichenkette. Jetzt haben wir aber eine Zahl ausgerechnet, wenn es um den GGT geht. Und da gibt es einen einfachen Trick. Sie können bei dem Wert da unten eintragen, irgendeine Zeichenkette, die ist durch diese Hochkommas hier stilisiert. Und dann plus E, also E ist immer das Ergebnis. Und dann gibt der nachher aus, der GGT ist meinetwegen 5 oder so. Ja. Das ist relativ simpel. Dann wandelt der nicht implizit diese Zeichenkette, diese Ganzzahl wieder in eine Zeichenkette um. So, das heißt also, dass die Eingabe von diesen beiden Variablen für das Hauptprogramm des GGTs ungefähr so aussehen müsste. Wir haben oben den Deklarationsteil, Rückgabetyp ist eine Ganzzahl, Parameter gibt es keine, dann gibt es lokale Variablen E, A und B. Dann gibt es noch eine Variable für die Eingabe, also eine Zeichenkette, ist ja klar. Das ist ja das, was aus dem Input rauskommt. Und jetzt schauen Sie mal hier, da das Input, das ist der Aufruf, der kriegt als Parameter eine Message, also geben Sie die erste Zeichenzahl ein, dann können Sie einen Init-Text übergeben, also irgendeine Initialisierung, und dann habe ich jetzt hier mal eine 18 eingegeben, und dann ist am Ende, wenn das ausgeführt ist, eine Zeichenkette in der Eingabe, also sprich, in unserem Fall, wenn da jetzt die 18 stehen bleibt, das Zeichen 1 und das Zeichen 8, und dieses dritte Int hier, das wandelt uns jetzt diese Eingabe in eine Ganzzahl um. So würde das aussehen, das Hauptprogramm. Und hier, GGT wäre jetzt ein Unterprogramm. Das kriegt zwei Parameter. Das ist dann Ihr eigentliches Struktogramm, wo Sie dann die Hausaufgabe drin lösen. Gut, damit danke ich mich hier für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder auch in dem Moodle-Kurs. Die sind eigentlich immer analog gepflegt. Und bei Fragen, denke ich mal, sind wir ja dann im Plenum soweit, dass wir dann die Lösung zu den Aufgaben, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, gemeinsam diskutieren können.